Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahn Union. Schön, dass ihr wiedermals eingeschaltet habt. Ich bin der Tom und heute habe ich nicht nur eine Lok für euch, sondern heute habe ich einen ganzen Zug für euch. Einen Zug, der auf den Namen Railjet hört, einen Zug, der grenzüberschreitend unterwegs ist und den möchten wir uns gleich natürlich anschauen. Zudem gibt es zu diesem Zug auch ein sehr spezielles Angebot für euch, dazu gleich mehr. Vorher aber erst einmal was zum Vorbild. Was ist der Railjet überhaupt? Dann natürlich hier zum Modell. Dann werden wir uns das Ganze in der freien Wildbahn mal anschauen und dann zum Schluss mein Schlusswort. Und wie gesagt, zu dem besonderen Angebot, dazu kommen wir natürlich auch noch, keine Sorge. Aber jetzt legen wir erstmal los mit dem Vorbild. Also Railjet, was heißt das überhaupt? Railjet ist eine Zuggattung der österreichischen Bundesbahn und das ist im Prinzip unser deutscher ICE nur für Österreich. Der Railjet verkehrte am Anfang nur in Österreich und nach einer relativ kurzen Zeit hat man sich dann in Tschechien bei der České Dráhy auch dazu entschieden, Railjets anzuschaffen. Das Ganze lief in einer Kooperation mit der ÖBB, also mit den österreichischen Bundesbahnen zusammen und so mit einer langen Entwicklung entstand dieser Zug, den wir jetzt hier vor uns sehen. Es ist im Prinzip eine Direktverbindung von Österreich nach Tschechien und zwar zwischen Brünn und Prag. Das ist die Stammstrecke dieses Railjets. Der Railjet bietet drei Wagenklassen, einmal die zweite Klasse, die Economy Class, dann die First Class und dann die höchste Klasse, die Business Class. Natürlich, wie man vermuten kann, besteht natürlich der Unterschied in den einzelnen Klassen, in dem Service, den man bietet. In der zweiten Klasse reist man sehr bequem von A nach B. In der ersten Klasse hat man dann schon am Platz Service und man hat dann auch die Möglichkeit, Tageszeitungen zu bekommen. Und in der Business Class, da bekommt man dann ein Willkommensgetränk. Man bekommt im Bereich Tschechien auch einen Verzehrgutschein für das Bordrestaurant in Höhe von 50 Kronen. Und natürlich, die Tageszeitungen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Zudem sitzt man natürlich in allen Wagenklassen sehr bequem in sehr, sehr gemütlichen Sitzen. Außerdem ist an Bord natürlich Platz für Fahrräder, Kinderwagen oder größere Gepäckstücke, also die kann man da problemlos mitnehmen. Außerdem für die ganz Kleinen hat man extra ein Kinderkino eingerichtet, wo man wirklich auf einem kleinen Podest wie im Kino original vor einem Bildschirm sitzt und dort dann Märchenfilme sich anschauen kann, beziehungsweise die Kinder. Ja, und wie gesagt, das alles innerhalb der 7 Wagen, die wir jetzt hier vor uns sehen. Die Aufgliederung, die werde ich euch gleich im Modell etwas näher bringen, weil die Wagen sind natürlich immer speziell gekuppelt, sodass man immer jeden Railjet immer gleich kuppelt, sodass die Fahrgäste sich am Bahnsteig auch immer an den gleichen Zugreihungen dann auch orientieren können. Die Gattung Railjet gibt es mittlerweile auch noch etwas komfortabler, nämlich den Railjet Express. Der verkehrt genau wie der Railjet auf der bekannten Strecke, allerdings mit weniger Zwischenhalten. Bei uns in Deutschland könnte man dazu ICE Sprinter sagen. Wir haben ja auch ICE-Verbindungen, die an jedem größeren Bahnhof halten und es gibt dann auch ICE Sprinter. Bei uns hier im Bereich zum Beispiel Köln-Frankfurt, der hält dann wirklich nur noch an den wirklich ganz großen Umsteigepunkten und ansonsten fährt er durch. Zwischen dem Railjet und dem Railjet Express auf der angestammten Strecke gibt es daher ungefähr einen Unterschied zwischen 30 bis 40 Minuten. Schauen wir uns die Wagen an. Das sind durchgehend Wagen von der Firma Siemens und zwar vom Typ Fiaggio Comfort. Angetrieben wird das Ganze durch die Taurus Lokfamilie, dahin die 1116 oder die 1216 bei den ÖBBs. Das ist entweder die ES64U2 oder die ES64U4. Die Wagen sind durchgängig kurz gekuppelt mit Faltenbällen, sodass man von hinten nach vorne komplett durchlaufen kann. Das kennt man natürlich auch von unseren deutschen Intercities. Zusammen mit dem Taurus gehören die Railjets zu den weltweit schnellsten lokbespannten Reisezügen, denn sie haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 200 bis 230 km/h. Railjets gibt es aber nicht nur in Österreich und Tschechien. Nein, die Railjets fahren relativ viel auch in andere Länder, zum Beispiel auch zu uns nach Deutschland. München ist da zum Beispiel ein sehr starker Anlaufpunkt. Außerdem natürlich rüber in die Schweiz zur SBB und auch ebenfalls
bei der ungarischen Staatsbahn sind diese Railjets auch unterwegs. Tariflich gesehen ist er bei uns hier in Deutschland als ICE gleichzusetzen. Das heißt, auch vom Fahrpreis ist er fast genauso wie unser deutscher ICE. Eigentümer aller Loks für den Railjet ist die ÖBB. Die Wagenparks gehören auch alle der ÖBB, bis auf 7 Parks. Die hat die České Dráhy dann damals selber gekauft und auch dann da selber betrieben. Die Loks allerdings sind alle von der ÖBB. Und die České Dráhy, also sprich die CD, die tschechische Staatsbahn, hat diese Loks dann angemietet, in ihrer Farbgebung umlackiert. Aber am Längsträger ist immer noch der Eigentümer ÖBB, sprich die österreichische Bundesbahn. Und wann war eigentlich der erste Railjet? 2008 war es nämlich soweit. Da wurde der erste Railjet der Öffentlichkeit präsentiert und man hat da sich das Ganze anschauen können. Es gab dann auch einen Probebetrieb und das ganze Projekt dann war so erfolgreich, dass man sich dann in den Folgejahren dazu entschlossen hat, insgesamt 60 Garnituren zu bestellen und diese dann unter dem mittlerweile auch eingetragenen Lizenznamen Railjet laufen zu lassen. Ja, und so ist das im Prinzip auch die Erfolgsgeschichte geworden, die wir heute kennen. Und das soll es auch erstmal gewesen sein zum Vorbild. Wenn ihr mehr Informationen haben möchtet, was den Taurus angeht, es gibt ein Video über die Leonardo da Vinci Lok von Rocco mit dem Eurocity, mit dem passenden Wagen dazu. Da habt ihr dann auch nochmal nähere Informationen zu der Taurus-Familie. Also wenn euch da noch etwas unter den Fingernägeln brennt und ihr da etwas wissen möchtet, könnt ihr dazu auch gerne mal dieses Video euch anschauen. Hier machen wir jetzt aber erstmal mal weiter mit dem großen Zug hier in 1:87. So, bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich euch aber erst einmal die ganzen Artikelnummern etwas näher bringen, die wir hier so haben. Da habe ich am Anfang des Videos schon gesagt, wir haben hier die DC-Version und zwar fangen wir vorne bei der Lok an. DC logischerweise in der Basic-Version, das heißt analog. Das ist die Artikelnummer JC29000. Möchte man die Lok direkt ab Werk mit Digitaldecoder und Sound haben, ist es die Artikelnummer JC29002 und für unsere Wechselstromer ist es die Artikelnummer JC19000. Machen wir weiter, hier zu meiner Linken mit dem Dreierergänzungsset, bestehend aus einem Steuerwagen mit First und Business Class, einen Mittelwagen Economy und einen Endwagen Economy Class. Endwagen deswegen, es ist der Wagen, der direkt hinter der Lok läuft. Da haben wir einmal unsere Artikelnummer JC70308 Gleichstrom und für unsere Wechselstromer die Artikelnummer JC10308. Hier in der Mitte haben wir ein Zweierergänzungsset, bestehend aus zwei Economy-Mittelwagen. Das ist die Artikelnummer für unsere Gleichstromer JC70215 und für die Wechselstromer JC10215. Und das letzte Ergänzungsset hier zu meiner Rechten, ebenfalls ein Zweierset, bestehend aus dem Restaurantwagen mit dem Bordbistro, das ist die First Class, und einem Economy-Mittelwagen, das ist die Artikelnummer JC70216 Gleichstrom und für die Wechselstromer JC10216. So viel also zu den einzelnen Artikelnummern. Schauen wir uns jetzt das Modell genauer an. Fangen wir auch hier wieder natürlich mit der Lok an. Es ist ein hervorragend gestaltetes Modell. Wir haben 4 Pantographen auf dem Dach, natürlich dem grenzüberschreitenden Verkehr geschuldet. Ich habe sie jetzt mal hochgemacht. Die Dachaufbauten sind komplett und auch wirklich sehr detailgetreu. Also da hat man wirklich an alle Leitungen und auch an alle Isolatoren an der richtigen Stelle gedacht. Wir haben eine Kurzkupplungskinematik auf beiden Seiten. Die Bedruckung ist sauber und trennscharf. Wir haben hier die Lok 12-16-250 der České Dráhy, also der CD. Am Längsträger logischerweise Eigentümer ÖBB, das habe ich euch ja eben beim Vorbild schon gesagt.
Wir haben eine Plux 22 Schnittstelle in den unterschiedlichen Versionen. Einmal in der Analog-Version mit einem Blindstecker versehen, in der digitalen Version natürlich direkt mit den passenden Sound-Decoder ausgestattet. Wir haben hier die Artikelnummer 29000, also sprich die Analog-Version. Wir haben eine Lok der Epoche 4. Wir haben eine elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge Plux 22, das sagte ich ja gerade. Wir haben Kurzkupplungskinematik, wir haben einen NEM-Schacht 362, wir haben ein 3-Spitzenlicht fahrtrichtungsabhängig und 2 Schlussleuchten, natürlich ebenfalls fahrtrichtungsabhängig. Wir haben den Lokkasten aus Metall, trägt natürlich zur Erhöhung der Zugkraft bei. Wir haben alle 4 Achsen angetrieben. 2 Achsen, jeweils die in der Mitte, sind mit Haftreifen versehen, allerdings versetzt. Das heißt, auf jeder Achse nur eine Seite mit Haftreifen. Ja, was man auf jeden Fall auch erwähnen muss bei der Lok, finde ich, man hat hier das Begleitheftchen natürlich auch mit dabei, ist, wir haben hier 2 Achsen mit dabei, ohne Haftreifenaufnahme. Das heißt, wenn man eine gerade Anlage hat, so sagt Jägerndorfer, braucht man halt die Haftreifen nicht. Das heißt, die kann man sich schenken und diese Achsen kann man dann relativ leicht durch ein Clip verfahren. Das heißt, man macht unten am Drehgestell einfach eine Nase auf und kann dann sozusagen einen Bügel öffnen und kann dann die Haftreifen mit der Achse relativ einfach rausnehmen und dann diese Achsen einsetzen, die keine Haftreifen haben. Ob man es wirklich macht oder nicht, ist jedem selber überlassen. Das muss man letztendlich selber wissen. Was ist noch dabei? Wir haben 2 geschlossene Schneeflüge mit dabei. Das heißt, auf jeder Seite den Schneeflug, der ist geöffnet, um halt an die Kupplung ranzukommen. Die Lok, die Kupplung, ist, wie ich gerade eben schon sagte, kurzkupplungsfähig. Mit dabei sind allerdings nur Bügelkupplungen. Weiterhin ist zu erwähnen, wir haben angesetzte Griffstangen aus Metall. Wir haben angesetzte Scheibenwischer auf beiden Seiten. Wir haben auch die Möglichkeit auf das Fernlicht, allerdings dann halt erst mit dem passenden Decoder dazu. Und auch die Kupplungsaufnahme hier vorne, da hat man die Möglichkeit, wenn man den Vitrinenmodus dann haben möchte, dann nicht nur einen geschlossenen Schneeflug zu verbauen, sondern auch die langen Bremsschläuche und die lange Schraubenkupplung, die dann in die Mitte eingesteckt wird. Kommen wir zu den Wagen. Bei den Wagen gibt es natürlich auch jede Menge. Nämlich fangen wir mit dem Steuerwagen an. Der braucht nämlich einen Funktionsdecoder. Es ist ein 8-poliger Funktionsdecoder, der im Prinzip dann die Lichtsteuerung übernimmt. Schluss, Spitze und eventuell dann halt dann noch die eventuell optionale Innenbeleuchtung. Die Wagen haben alle keine Innenraumbeleuchtung, können aber relativ leicht damit nachgerüstet werden. Wir haben beim Steuerwagen auf der Unterseite eine Klappe, die man relativ einfach mit einem Clipverfahren öffnen kann. Man steckt den Decoder rein und schon ist man fertig. Man kann den Wagen einsetzen. Bei den Mittelwagen ist es relativ einfach. Da hat man halt die Möglichkeit, die Innenraumbeleuchtung einzusetzen. Es ist ein Clipverfahren, das heißt, man klippt den Rahmen einfach nach außen auf und kann den Deckel abnehmen. Eigentlich relativ einfach und kennt man von zum Beispiel Firmen wie Rocco oder Fleischmann. Mit dabei sind einmal ein Heftchen, wo man die einzelnen Sachen, die man damit noch machen kann, nochmal drin beschrieben sind. Dazu gleich mehr. Und dann finde ich es auch sehr schön, man hat hier auf der letzten Seite eine Übersicht, wie man den Railjet wie im Vorbild kuppeln kann mit den dazugehörigen Artikelnummern. Da finde ich, hat Jägerndorfer wirklich eine sehr schöne Sache gemacht, denn so hat man auch wirklich die originale Reihung so, wie sie auch im Vorbild laufen. Also das einmal dabei und natürlich noch hier ein zweites Heftchen. Da ist dann im Prinzip die Ersatzteilbestellung drüber möglich. Als Zurüstbeutel haben wir 2 Tütchen. Ein kleines Tütchen, wo lange Faltenbälge drin sind, die aber nur für den Vitrinenmodus anwendbar sind. Das heißt, wenn man mit dem Zug fahren möchte, kann man diese nicht verbauen. Da würden die Züge schlicht und einfach nicht in die Kurve kommen. Und hier auch haben wir beim Steuerwagen genau die Möglichkeit, wie bei der Lok, auch einen geschlossenen Schneeflug zu verbauen oder dann halt auch lange Bremsschläuche oder auch an den Übergängen hier. Und hier hat man dann die Möglichkeit, die elektrischen Leitungen anzusetzen, die aber auch nur im Vitrinenmodus. Denn wenn man mit dem Zug auch wieder unterwegs ist, würden diese Teile stören. Im schlimmsten Falle abfallen, im
noch schlimmerem Fall würden sie abbrechen oder dann halt auch kaputt gehen. Also deswegen sagt Jägerndorfer, diese Teile für den normalen Anlagenbetrieb nicht tauglich, sondern lediglich, wenn man sie in die Vitrine stellen möchte. Bei den anderen beiden Sets ist es ähnlich, da haben wir die gleichen Zurüstteile dabei, also auch wieder die langen, dicken Faltenbälge und einmal natürlich vier Kupplungen, also vier standardisierte Bügelkupplungen und dann halt hier unten auch wieder die elektrischen Leitungen an den Wagenübergängen. Begleithefte sind bei den Zweiersets ebenfalls mit dabei, es sind die gleichen wie bei dem Dreierset. Ja, so viel also zum Modell. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wie es aussieht, wenn alle Wagen sich ordnungsgemäß in der vorgeschriebenen Reihung sich befinden und die Lok ihre Arbeit tut. Hier auch nochmal der Hinweis, es handelt sich hier um die Basic-Version, das heißt, wir haben keinen Sound, sondern lediglich die Fahreigenschaften. Ich wünsche jetzt viel Spaß dabei und danach sehen wir uns nochmal wieder mit meinem Schlusswort.
Ja, da sind wir also am Ende unserer Produktpräsentation angekommen. Es ist die erste Präsentation von Jiegerndorfer und ich finde, der Railjet kann sich echt sehen lassen. Zum Schluss des Videos habe ich natürlich noch zwei Highlights für euch. Das erste Highlight, das kennt ihr ja schon vom Beginn des Videos, denn die gesamten Produkte, die ihr jetzt hier vor mir seht, die bekommt ihr zurzeit zu einem aktuellen Sonderpreis bei uns im Shop. Das heißt, nicht lange zögern, direkt unseren Shop besuchen und euch dieses Set unter den Nagel reißen. Und die zweite Besonderheit, die ich nicht vergessen darf, und zwar haben wir auch die Möglichkeit für euch geschaffen, dass ihr die Lok hier in der Analogversion euch im Shop bestellt, in den Warenkorb legt und dabei direkt die Möglichkeit habt zu entscheiden, ihr möchtet die direkt digitalisiert haben. Das heißt, wir werden für euch diese Lok digitalisieren mit einem Digitaldecoder und so könnt ihr dann direkt auf eurer Anlage zu Hause diese Lok dann auf die Anlage stellen und sofort losdüsen. Ebenfalls, und das ist wirklich ganz neu bei uns, habt ihr ab sofort die Möglichkeit, bei diesem Railjet die Innenbeleuchtung bei den Waggons direkt mitzubestellen. Und zwar habt ihr bei jedem der einzelnen Sets die Möglichkeit anzuklicken, direkt mit Innenbeleuchtung. Das heißt, wir werden euch die Waggons direkt mit Innenbeleuchtung liefern. Bei dem Set hier mit dem Steuerwagen habt ihr zusätzlich natürlich auch die Möglichkeit, den Steuerwagen mit dem dazugehörigen digitalen Funktionsdecoder zu bestellen. Das heißt, den kompletten Zug sofort digital zu bestellen und euch zu Hause dann im Prinzip an nichts mehr stören müssen. Ihr könnt ihn auf die Anlage stellen und könnt sofort losfahren. Die Innenbeleuchtung, wie gesagt, ist optional dazu bestellbar und der Steuerwagen ebenfalls direkt digital bestellbar bei den Wagen und die Lok hier, also sprich die 29000, direkt mit Digitaldecoder. Und zu guter Letzt dann noch eine Information. Trotz der momentanen Krise sind unsere Mitarbeiter vor Ort und geben ihr Bestes. Das heißt, der Versand läuft auf Hochtouren. Wenn ihr was bestellt, habt ihr die Sachen wie gewohnt auch sehr schnell dann auch bei euch zu Hause. Wenn ihr die natürlich anklickt mit der digitalen Ausstattung, kann es natürlich etwas länger dauern. Klar, weil es muss erst umgebaut werden. Aber ich denke mal, da lohnt es sich drauf zu warten und dann hat man den Zug auch schon komplett digital bei sich zu Hause. Also, das war es jetzt aber wirklich von mir hier. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Sollten jetzt trotzdem noch Fragen auf sein eurerseits, gerne unten in die Kommentare schreiben oder ihr kennt das, eine E-Mail an uns und wir werden uns dann natürlich schnellstmöglich bei euch melden. Das war's. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Halt, halt, halt! Bevor ihr abschaltet, habt ihr unseren Kanal schon abonniert, um kein neues Video zu verpassen? Gerne jetzt abonnieren und auch eine Info, es gibt auch noch jede Menge andere interessante Videos, die ihr euch unbedingt mal anschauen solltet.